Guten Morgen, ich bin nun schon fast 40 Jahre alt und mein soziales Umfeld wartet immer noch darauf, dass ich endlich mal erwachsen oder zumindest vernünftig werde. Aber was bedeutet das eigentlich, erwachsen bzw. vernünftig zu werden? Und wie beeinflusst dieses Wort unsere persönliche individuelle Entwicklung? Das möchte ich euch heute einmal vorstellen. Generell, wenn wir von Erwachsenwerden reden, sind oftmals nicht die körperlichen Veränderungen gemeint, sondern die schon angesprochen und mit dem Wort vernünftig assoziierten geistigen Veränderungen. Dieses vernünftig referiert allerdings auf eine gesellschaftliche Sicht der Dinge. Das bedeutet, das, was die Gesellschaft im Mittel als erstrebenswert, als passend oder als sinnvoll erachtet. Das wird mit erwachsen oder vernünftig bezeichnet. Und was ist das? Dazu gehören zum einen Dinge, denen ich grundsätzlich auch zustimme, wie dass man aufhört, sich zu prügeln, fremde Frauen in die Brust zwickt oder damit aufhört, kleineren Menschen auf den Kopf zu spucken. Das sind Dinge, die adäquat für den geistigen Horizont in den Anfangsjahren unserer Entwicklung sind. Aber irgendwann dann meistens ihren Reiz verlieren, so denn wir denn uns geistig gesund entfalten konnten. Aber dann gibt es Dinge, die die Gesellschaft als vernünftig deklariert, die lediglich eine Homogenisierung des Verhaltens oder anders ausgedrückt eine Anpassung des Verhaltens an die bestehende Gesellschaft darstellt. Dazu zählt, direkt oder indirekt, die gesellschaftlichen Werte anzunehmen, um ja von ihr anerkannt und geachtet zu werden, einen gut bezahlten Beruf zu erlangen, die Wirtschaft durch kontinuierlichen Konsum am Laufen zu halten und sich angemessen fortzupflanzen, um ja auch damit die Strukturen auf physischer und psychischer Ebene zu erhalten und den Fortbestand der Gesellschaftsordnung auch zu sichern. Doch kommen wir einmal auf den Begriff vernünftig zurück und denken einmal bewusst über diesen Begriff nach. Wie vernünftig ist denn die Gesellschaft, in der wir leben und dessen Struktur wir mit sozial angepasstem Verhalten fördern und erhalten sollen? Wie vernünftig ist es denn, dass die Reichhaltigkeit und der angenehme Lebensstandard, den wir potenziell erreicht haben, nur für einen Bruchteil der Bevölkerung auf der Erde zugänglich ist? Wie vernünftig ist es denn, dass wir trotz besseren Wissens andere Lebewesen quälen und schlachten, nur dass wir körperlich und geistig immer kränker werden? Wie vernünftig ist es denn, Grenzen um bestimmte Gesellschaften, um Glaubensformen, um Nationalitäten zu ziehen, nur dass wir uns abgrenzen können und an den endlosen Rechthabereien und letztlich Kriegen uns gegenseitig umbringen können. Wie vernünftig ist die Gesellschaft denn? Möchtet ihr wirklich von dieser Gesellschaft anerkannt werden und als einer der ihrigen betrachtet werden? Also ich will das nicht. Ich fühle mich zutiefst beleidigt und gekränkt, wenn ich als Teil einer solchen Gesellschaft anerkannt werde. Denn dann habe ich noch nicht deutlich genug gezeigt, dass ich mich nicht mit so einer Gesellschaft und ihrem Verständnis von Reife, Erwachsenwerden und Vernunft angezogen fühle und dem zustimme. Ich liebe alle Menschen, aber den derzeitig aktuellen Konsens, was das Wort Vernunft angeht, also dieses kollektive Bewusstsein, das verachte ich. Aber ich laufe nicht davon und ich flüchte nicht in irgendeine heile Welt. Das ist nicht meine Art und das wird es auch nie werden. Eben weil ich den Menschen liebe, möchte ich aus diesem kollektiven Wahnsinn da rausholen. Und jeder von euch war schon in irgendeinem tieferen Sinne, wenn man das jetzt mal so spirituell sagen kann, vernünftig. In der Zeit in der Jugend oder in den beginnenden 20ern hatten schon viele den Drang zu rebellieren und haben intuitiv gespürt, anders sein zu wollen. Haben gespürt, dass da irgendwas in dieser Gesellschaft, in dieser Welt nicht richtig läuft. Man hat Pläne geschmiedet und ist intuitiv wahrgenommenen Idealen gefolgt. Und was passierte dann? In den meisten Fällen ist der Einstieg in das Berufsleben und der Wunsch nach Vermehrung des Wohlstandes und ja, damit der Anerkennung durch die aktuelle Gesellschaft, ja, der Anfang vom Ende des Idealismus gewesen. Das süße Gift des Geldes,
zerstört häufig jedes Ideal und jeden wirklich vernünftigen Wesenszug. Klar, viele illusionieren noch im Berufsalltag dann vor sich hin, indem sie sich noch selber also kleine Revoluzzer fühlen, wenn sie dem Chef mal in den Kaffee spucken. Das ist aber dann mehr Selbstmedikation in Form von Opferdenken und Selbstmitleid als wirkliche Aktivität. Gesellschaftlich aktiv werden, auf die Straße gehen und Menschen ansprechen oder auf YouTube aufklären, aktiv werden, politisch auch sich engagieren, ohne den Wunsch damit reich zu werden und dadurch gesellschaftlich anerkannt zu werden, sondern wegen dem Ideal. Glaubt den Leuten wie mir, die bereits reich waren, nur dann könnt ihr sicher sein, dass sie echt sind und wahren Idealen folgen und nicht nur den von vielen intuitiv wahrgenommenen Wunsch nach Idealismus kommerziell ausschlachten, um letztlich sich dann immer wieder nur selber zu bereichern und damit den Followern dann noch einmal mehr zeigen, wie dumm es ist, Idealen zu folgen und entsprechend die gesellschaftliche Ordnung dann weiter festigen. Schaut genau, wem ihr folgt und mit welchen Menschen ihr auch eure Zeit verbringt. Das ist total wichtig. Hinterfragt die Ideale und seht den Mensch als Ganzes. Oftmals unterscheiden sich Idealismus und der gelebte Alltag dessen total voneinander. Wahre Idealisten arbeiten nicht nur 8 Stunden am Tag, sondern mit jeder Faser ihres Körpers, zu jeder bewussten Sekunde. Sie sind dann immer wirklich zu jeder Zeit interessiert, die Dinge wirklich auch wirklich zu verändern. Wahre Idealisten knicken nicht ein und lassen sich von gesellschaftlicher Ächtung und gesellschaftlichem Druck nicht brechen. Sie sagen fuck you und jetzt erst recht. Wahre Idealisten sterben für ihre Überzeugung, wenn dies notwendig ist. Denn sie können gar nicht anders. Sie folgen ihrer inneren Wahrheit. Ich sage nicht, dass jeder Idealismus gut ist, aber wenn ihr spürt, dass ihr dessen Idealismus teilt, dann umgebt euch mit den entsprechenden Idealisten, die eure Werte teilen und nicht mit Menschen, die euch einfach nur erzählen, was ihr hören wollt, sondern die auch immer kritisch hinterfragen und vor allem das Wichtigste von allem, die von euch erwarten, dass ihr kritisch hinterfragt. Und so könnt ihr auch den Fanatiker, den dummen Bruder vom Idealisten schnell erkennen. Der stirbt auch für seine Werte. Aber dessen Werte sind in Stein gemeißelt und das nicht an Kritik interessiert. Idealisten haben schon immer und werden auch in Zukunft die Gesellschaft ändern. Idealisten galten in ihrer Zeit oft als nicht vernünftig und als gesellschaftlich unangepasst. Und jetzt denkt doch einmal wirklich nach, auch wenn ihr nur einen Funken Idealismus in euch tragt, ob ihr wirklich die Anerkennung von dieser Gesellschaft inklusive der Prädikate, die dadurch zu vergeben sind, braucht. Wollt ihr wirklich vernünftig sein im aktuellen Kontext? Wollt ihr reif sein? Wollt ihr von der Gesellschaft anerkannt werden? Ein Leben der geistigen Evolution des vorigen Jahrhunderts leben? Ich sage ganz eindeutig nein. Und wenn ihr auch der Meinung seid, dass mehr Leute unvernünftig seien und ihren Idealen folgen sollten, teilt das Video und lasst uns gemeinsam diese Welt verändern. Denkt wieder. Das war mir heute wieder mal ein Bedürfnis und es musste raus. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut, wir sehen uns morgen wieder. Euer Christian. Tschüss.